Was wir merken, ist, dass wir, wenn wir für neue, was heißt neue, für bestehende Plattformen, also wie YouTube, wie für Instagram, Dinge entwickeln, dann müssen wir uns der Sprache der Nutzer annähern. Ich empfinde das als einen ganz großen Vorteil, dass wir inzwischen auch unsere Nutzer immer besser kennenlernen und ihr Feedback nutzen können, um uns zu verändern. Digitalisierung hat dort ein ganz anderes Feld von Produkten geschaffen und Plattformen, ne, über die wir bestimmt auch nochmal reden werden, in denen wir anders unterwegs sein müssen. Sonst wären wir nicht gefunden. Der Umgang mit Bürokratie. Ich denke, dass ein lösungsorientiertes Denken, ein veränderungswilliges Denken viel wichtiger ist, als auf Regeln zu bestehen.